und kommen jetzt zu Tagesordnungspunkt 35, Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, pädagogische Freiheit an Hessens Schulen stärken. Und als erstes hat sich der Abgeordnete Daniel May zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Mit dem Programm der pädagogisch selbstständigen Schulen schaffen wir neue Entwicklungsfreiräume für unsere Schulen. Sie sind ein neues Angebot, für das sich Schulen freiwillig entscheiden können. Es ermöglicht ihnen, neue Wege zu begehen, um Ziele zu erfüllen, die für alle Schulen gleichermaßen gelten. Explizit zu nennen sind hierbei Kerncurricula, Bildungsstandards oder der hessische Referenzrahmen Schulqualität. Die pädagogisch selbstständigen Schulen übernehmen dabei eine ganz besondere Verantwortung hinsichtlich der Zielerreichung, denn sie verpflichten sich selbst, die Erfüllung besonders zu evaluieren. Wir ermöglichen ihnen neue Freiheitsgrade, weil wir unseren Lehrerinnen und Lehrern vertrauen und weil wir ihnen etwas zutrauen. Ich betone das deswegen am Anfang meiner Rede, um den gelegentlich artikulierten Sorgen entgegenzutreten, ob denn an diesen Schulen genauso gut gelernt würde wie an anderen. Es geht uns darum, den Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern zu steigern, indem wir auf ihre Interessen eingehen. Und das möchte ich auch erwähnen, möglicherweise mit den neuen Wegen, den Kompetenzaufbau gegenüber tradierten Systemen noch steigern zu können. Die pädagogisch selbstständigen Schulen können neue Wege gehen. Zum Beispiel, sie können die Trennung nach Fächern im Unterricht überwinden. Sie können jahrgangsübergreifend unterrichten. Sie können auf Ziffernoten zugunsten einer wörtlichen Leistungsbewertung verzichten. Sie können neue Möglichkeiten zur Beteiligung von Schülerinnen und Schülern eröffnen. Das sind vier exemplarische Bereiche, in denen die Schulen von der sonst üblichen Unterrichtsstruktur abweichen können. Aber wir haben im Erlass auch ganz klar gesagt, die pädagogisch selbstständigen Schulen können auch darüber hinaus tätig werden. Es ist keine abschließende Regelung. Weitere Abweichungen von der Schulorganisation sind möglich und erwünscht. Die organisatorischen Neuerungen, welche pädagogisch selbstständige Schulen erreichen können, dienen der Qualitätsentwicklung von Schule. Es geht also darum, Freiheit zu gewähren, damit Schulen sich eigenständig auf den Weg machen können, wie sie den Unterricht für sich noch besser gestalten können. Für die Genehmigung als pädagogisch selbstständige Schule muss zunächst eine Maßnahme vorgelegt werden, für die ein fertiges Konzept besteht. Eine weitere Maßnahme muss in Planung sein. Weitere Bausteine können nach und nach eingeführt werden. Das zeigt, wir wollen Entwicklungsprozesse an den Schulen anstoßen und also etwas dafür tun, dass die Schulen Möglichkeiten erhalten, ihren eigenen Weg zu gehen, um Unterricht immer noch effektiver zu gestalten. Und auch das sei erwähnt, auch wenn das Programm für viele Schulen neue Freiheitsgraden ermöglicht, fangen Sie keineswegs bei Null an, sondern Sie können auf Forschungsergebnisse zu Didaktik und Methodik, auf Erkenntnisse der Lernpsychologie, auf Erfahrungen aus Schulversuchen aufbauen. Wir wissen um die positiven Effekte, die die einzelnen Maßnahmen auslesen können. Aber ganz klar ist, diese positiven Effekte werden nur dann ausgelöst werden, wenn sie auf Freiwilligkeit basieren. Gerade deshalb möchte ich aber auch an dieser Stelle für Sie werben. Fächerübergreifender Unterricht ermöglicht die ganzheitliche Erfassung von Realsituationen im Unterricht, stellt also einen höheren Lebensweltbezug her, der sich positiv auf die Motivation und den Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern auswirkt. Beispielhaft lässt sich das an dem Thema Tiere im Winter illustrieren. Hierbei sind Kompetenzen aus den traditionellen Fächern Physik, Biologie, aber auch Politik und Wirtschaft, wenn Sie an die Klimaerhitzung denken, zu integrieren. Wird der Unterricht dann projektorientiert organisiert, dient das unter anderem dem Aufbau überfachlicher Kompetenzen, beispielsweise der Selbstorganisation, Recherche und Präsentation. Sie sehen also ein großes Plus an Kompetenzerwerb. Es geht also darum, mehr zu erlernen, nicht weniger. Der Verzicht auf Ziffernoten zugunsten schriftlicher Bewertung ermöglicht eine differenzierte Rückmeldung über Lernerfolg und Defizite. Schülerinnen und Schüler können so sehr viel genauer Einblick erhalten, wo sie noch Nachholbedarf haben bzw. wo sie erfolgreich waren.
Der jahrgangsübergreifende Unterricht sorgt für mehr Individualisierung des Lernprozesses und für Verantwortungsbewusstsein von älteren Schülerinnen gegenüber den Jüngeren. Eine stärkere Mitverantwortung von Schülerinnen und Schülern bei der Gestaltung des Unterrichts sorgt für mehr intrinsische Motivation. Es gibt also viele Möglichkeiten, Unterricht zu verbessern. Gleichwohl will ich noch einmal betonen, es sind Möglichkeiten, keine Verpflichtungen. Wir wissen, Schulentwicklung kann nur funktionieren, wenn Sie Ansichten, Wertvorstellungen und Interessen derjenigen einbinden, welche Sie betreiben sollen. Deswegen ist auch hier das Primat der Freiwilligkeit von uns eingezogen worden. Aber wir wissen, mit dem Programm der pädagogisch selbstständigen Schulen können wir etwas tun für die Steigerung der Eigenverantwortlichkeit und der Selbstwirksamkeit der Teilnehmerinnen. Sie dient der Zufriedenheit von Lehrerinnen und Lehrern, Eltern und Schülerinnen und Schülern mit der Unterrichtsgestaltung, sprich der Freude am Lernen. Und auch wenn es selbstverständlich ist, sage ich hier auch ganz klar, auch an den Schulen, die jetzt sagen, sie nehmen erstmal nicht am Programm pädagogische selbstständige Schule teil, wird engagiert, schülerorientiert und erfolgreich unterrichtet. Es geht uns nicht um ein Gegeneinander von traditionellen Schulen und den pädagogisch selbstständigen Schulen, sondern um ein Ergänzen und ein gemeinsames Entwickeln von Unterrichtskultur. Dennoch möchte ich es nicht versäumen, abschließend zu sagen, wir laden herzlich dazu ein, an dem Programm pädagogisch selbstständige Schule teilzunehmen. Wenn es bis zum Antragsschluss in der ersten Tranche, also bis zum 16.03. nicht passt, dann womöglich bis zum nächsten Jahr. Wir laden dazu ein, engagiert über Schulentwicklung zu diskutieren. Wie gesagt, dabei kann auf viele positive Erfahrungen und Erkenntnisse zurückgegriffen werden. Darüber hinaus werden wir dazu ermuntern, sich gegenseitig auszutauschen und zu stärken. Denn insgesamt ist es unser Ziel, dass die Erfahrung aus den pädagogisch selbstständigen Schulen der Entwicklung allen Schulen nützlich ist. So wie die Autonomie, die wir im Bereich der Hochschulen und Universitäten dort gewährt haben, dort viel positive Energie freigesetzt hat, hoffen wir auf die vielen positiven Effekte, die wir mit unserem Programm der pädagogischen Selbstständigkeit verbinden. Wir glauben, dass die pädagogische Freiheit, die wir jetzt gewähren, an unseren Schulen von diesen und durch diese viele erfolgreiche und kreative Ideen freisetzen wird, die insgesamt dazu sorgen werden, dass wir an unseren Schulen mehr Freude am Lernen haben, dass wir nachhaltigeres Lernen haben werden und damit die Schulentwicklung in unserem ganzen Land vorantreiben werden. Vielen Dank, Herr Abg. May. Als nächstes hat sich der Abg. Scholz von der AfD-Fraktion zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren! Ich möchte meine Ausführungen mit einem Zitat beginnen. Wir wollen und werden nicht zulassen, dass die Versetzungen abgeschafft werden, es keine Noten mehr gibt und die Menschen alle in eine Einheitsform gepresst werden. Das ist nicht nur inhuman, das ist auch falsch, und wir werden alles tun, unsere Kinder vor dieser Irrfahrt zu bewahren. Wer der Meinung ist, dass das Sitzenbleiben und Notengeben abgeschafft werden soll, der soll SPD und Grüne wählen. Meine Damen und Herren, erinnern Sie sich von der CDU und von den Grünen? Das Zitat stammt aus der Rede unseres Herrn Ministerpräsidenten Volker Bouffier auf dem 105. CDU-Landesparteitag im Mai 2013 in Alsfeld. Richtig. Und hier war die CDU gerade im Landtagswahlkampf auf dem Weg in die erste schwarz-grüne Regierungskoalition. Ja, liebe CDU, das waren noch Zeiten, als Sie noch den Anspruch an sich selbst hatten, christlich, sozial, liberal und konservativ zu sein. Aber was tut man nicht alles dafür, wenn der Wille zum Machterhalt stärker wird als die eigenen Ideale und Werte? Nach der kompletten Aufgabe der einstigen Bildungshoheit der CDU sowie deren bildungspolitischen Vergrünung ist die schleichende Einführung von Bewertungsprosa statt Noten in unsere Schulen nur eine weitere von unzähligen Bankrotterklärungen der CDU.
Und bezeichnend für grünes Verständnis von Bildung ist die Aussage des baden-württembergischen grünen Ministerpräsidenten Kretschmann, der es für nebensächlich hält, dass Kinder heute noch die Rechtschreibung beherrschen. Ein Grundgerüst genüge völlig. Es gäbe heute kluge Geräte, die Rechtschreib- und Grammatikfehler korrigieren. Meine Damen und Herren, bei einem derartigen Anspruch stören allerdings vergleichende Noten und der Ruf der GRÜNEN nach einem weiteren rein ideologisch motivierten Reformexperimentes an einem bewährten und gut gut funktionierendes Bewertungssystem wird wieder laut. Und ich glaube, hier von dieser Stelle sollte kein Kommentar kommen. Als hätte unser Bildungssystem in den letzten Jahren nicht schon genug unter grüner Reformhysterie gelitten, Herr Minister. Die Noten müssen also weg. Sie sind Ihrer Meinung nach überholt, ungerecht, diskriminierend. Sie verletzen die Kinderseele. Sie sagen nichts über Kompetenzen der Kinder aus, fördern die Angst vor dem Versagen und so weiter und so fort. Liebe Grüninnen, das hatten wir doch schon alles. An Modell- und Projektschulen ist die Umstellung von Noten auf eine ausschließlich schriftliche Bewertung bereits mehrfach gescheitert und wurde wieder rückgängig gemacht. Hier stellt sich die Frage, wollen oder können Sie aus Fehlern nicht lernen? Ich habe es selbst erlebt, ich war an einer Modellschule. Wir unterhalten uns im Ausschuss darüber. Jahrzehntelange Forschungen belegen, dass eine notenfreie Schule keinerlei Vorteile bringt. All diese Projekte haben lediglich horrende Kosten verursacht, und ganze Schülergenerationen wurden als Versuchskaninchen für profilierungssüchtige linke Erziehungswissenschaftler missbraucht, meine Damen und Herren. Und wieder besseren Wissens setzen die GRÜNEN mit schwarzer Schützenhilfe diesen Feldzug gegen eine leistungsgerechte Benotung fort, welchen Sie ja bereits in Ihrem Koalitionsvertrag den Weg geebnet haben. In diesem spricht man von pädagogisch neuen Wegen bei der Erreichung der Bildungsziele. Außerdem sollen künftig Abweichungen bei der Unterrichtsorganisation und Gestaltung möglich sein. Mit anderen Worten, jede Schule kann letztendlich machen und tun, was sie will. Auf Abschlusszeugnissen oder bei einem Schulwechsel müssen dann wieder Noten gegeben werden. Wie diese schriftlichen Bewertungen dann in Noten umgewandelt werden sollen, das weiß wohl keiner so genau. Hauptsache, Hessen beschreitet wieder einmal neue Wege. Wo diese hinführen, wir werden sehen. Besondere Freude an einer ausschließlich schriftlichen Bewertung ohne Noten haben diejenigen Kinder und deren Eltern, die der deutschen Sprache nicht oder nicht ausreichend mächtig oder einfach nicht in der Lage sind, aus den subjektiven Formulierungen den Leistungsstand oder gar eine Entwicklungstendenz herauslesen zu können. Vom enormen Mehraufwand für unsere ohnehin schon überlasteten Lehrer wollen wir gar nicht reden an dieser Stelle. Bei denen werden Sie zumindest nicht auf Zustimmung hoffen können. Auch eine MNIT-Umfrage, Sie sollten da auch einmal hinhören und das lesen, die ist Ihnen mit Sicherheit bekannt, bestätigt, dass die meisten Schüler und Eltern an Schulnoten festhalten wollen. 75% sprachen sich für Noten aus, 8% zogen eine Beurteilung in Textform vor. Herr Wagner, Sie sehen das natürlich viel euphorischer. Sie sagten Anfang letzten Jahres gegenüber der FAZ, die GRÜNEN wollen den Schulen damit endlich einen Aufbruch bescheren. Herr Wagner, ich glaube, Sie bescheren uns eher einen erneuten Einbruch als einen Aufbruch, und zwar in Bildungsqualität und ein noch weiteres Absacken Hessens im Ländervergleich. Zu dieser Problematik, dann ziehen wir auch mal ein bisschen die Kompetenz noch dazu, eine Note zum Beispiel vom Herrn Heinz-Peter Meidinger, immerhin amtierender Präsident des Lehrerverbandes. Eine Note kann sicher auch einmal ungerecht sein. In der Summe aber geben Noten eine prägnante, schnell erfassbare Rückmeldung über den Leistungsstand eines Kindes in verschiedenen Fächern. Eine notenfreie Bewertung birgt die Gefahr, dass Kinder nicht lernen, ihre Position in einer Gruppe angemessen einzuschätzen. Schule vermittelt ja nicht nur Wissen und Werte, sie ist auch eine Sozialisationsinstanz. Sie bereitet Kinder und Jugendliche auf das Leben in der Gesellschaft vor.
Wir leben in einer straffen Leistungsgesellschaft. Leistung wird durchgehend bewertet. Da können an einer Schule nicht komplett andere Kriterien gelten. Sind die Kinder auf diese Gesellschaft nicht vorbereitet, wird es schwierig für sie. Das wäre ihnen gegenüber unfair. Zitat Ende. Kurz gesagt, meine Damen und Herren, Kinder müssen frühzeitig lernen, mit Erfolg und Misserfolg umzugehen. Dem ist nichts weiter hinzuzufügen. Weitere Forderungen nach fachübergreifenden Unterricht, jahrgangsübergreifenden Lerngruppen haben keinen allgemeingültigen Anspruch auf Durchsetzung im realen Schulalltag. Schließen möchte ich mit einem Zitat von Josef Kraus, dem ehemaligen Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes. Ja, den kennen Sie nicht, ne? Schule kann keine Schule ohne eindeutige, natürlich ehrliche und gerechte Leistungsbilanzen sein. Sonst wäre sie kaum mehr als ein Ponyhof. Sonst befände sie sich in einem Elfenbeinturm, und das inmitten einer vielfach beschworenen Leistungsgesellschaft. Meine Damen und Herren, die AfD lehnt diesen Antrag als pädagogisch völlig verfehlt und rein ideologisch motiviert ab. Ich danke recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abg. Scholz. Als nächstes hat sich der Abg. Degen von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich möchte Ihnen, meine Damen und Herren, vielleicht ganz kurz erzählen, die mich nicht so gut kennen, was ich vor meiner Tätigkeit hier gemacht habe. Ich war Lehrer an einer Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung, eine Schulform, die ich mir sehr bewusst ausgesucht habe. Bewusst ausgesucht deshalb, weil es eine Schulform ist, die grundsätzlich Ganztagsschule ist im Profil 3, eine Schule, wo grundsätzlich multiprofessionell gearbeitet wird, eine Schule, wo grundsätzlich Teamteaching stattfindet, wo fächerübergreifend, immer fächerübergreifend unterrichtet wird. Wir können am Beispiel eines Puddingkochens sehr gut Mathematikunterricht, Deutschunterricht und auch Lebenspraxis unterrichten. Und, meine Damen und Herren, es ist eine Schulform, wo es keine Noten gibt. Und zwar heißt das nicht, dass es keine Bewertungen gibt, meine Damen und Herren. Es gibt sehr ausführliche Zeugnisse, die kompetenzorientiert beschreiben, wo jemand steht, wo die Zone der nächsten Entwicklung ist und wie man am besten dieses nächste Ziel erreicht. Meine Damen und Herren, ich halte das ausdrücklich für richtig und sinnvoll, auch solche Möglichkeiten anzubieten. Meine Damen und Herren, natürlich ist es so, dass an dieser Schulform 8 Schüler in der Klasse maximal sind, weil das ist auch eine ganze Menge Arbeit. Und ich glaube, auch das muss man berücksichtigen und schauen, wie man, wenn man solche Zeugnisse ermöglichen will oder noch verstärkt einfach in die Fläche bringen will, denn es ist ja nichts Neues. Das erzähle ich Ihnen deswegen mein Beispiel, weil hier nichts neu erfunden werden muss. Viele Schulen, zumindest im Förderschulbereich, arbeiten seit vielen, vielen Jahren so und, glaube ich, tun das auch sehr erfolgreich. Und übrigens machen das auch so, weil nicht alle Schüler in dieser Schulform können lesen, dass die Lehrkräfte solch ein Zeugnis auch noch einmal in einfache Sprache übersetzen und auch sich dann die Zeit nehmen, auch den Schülerinnen und Schülern so ein Zeugnis zu erläutern, damit natürlich auch die, die nicht so einen Text so gut verstehen können, auch da eine Chance haben, zu verstehen, wo sie stehen und wo ihr nächstes Ziel ist, meine Damen und Herren. Deshalb gehe ich davon aus, bin ich mir ziemlich sicher, dass die Sozialdemokraten diesen Antrag, dieses Prinzip sehr wohlwollend und konstruktiv auch begleiten werden, meine Damen und Herren. Und in Ihrem Antrag schreiben Sie ja auch, dass Sie sich hier einen möglichst großen Konsens wünschen bei dem Weg der pädagogisch selbstständigen Schulen. Aber da muss ich sagen, wundert es mich doch sehr, dass, wenn wir so ein Ziel haben und Sie da auch ja wirklich Partnerinnen und Partner hier mal ausfinden können, dass dann solch ein Antrag heute im Januar kommt, wo doch schon im September 2019 der entsprechende Erlass herausgegeben wurde, der genau das, was hier drin steht, schon regelt, meine Damen und Herren, dann fühle ich mich nicht wirklich ernst genommen hier. Überhaupt beschreibt Absatz 1 das, was im Schulgesetz steht. In Absatz 2 steht auch drin, was im Erlass steht, mit einer Ergänzung, nämlich dass das Ganze beschränkt werden soll auf 150 Schulen, 30 im Jahr.
Meine Damen und Herren, da muss ich sagen, das verstehe ich nicht. Wir haben rund 1.800 Schulen in Hessen. Die beruflichen muss man abziehen. Die dürfen da gar nicht erst mitmachen. Warum, muss man auch noch einmal deutlich sagen, warum das so ist. Und die gymnasialen Oberstufen werden auch rausgenommen. Trotzdem ist, finde ich, 30 im Jahr bei solch einer hohen Zahl an Schulen eigentlich ein sehr kleiner Beitrag, um hier wirklich voranzukommen und Innovationen in die hessischen Schulen zu bringen, meine Damen und Herren. In Absatz 3 wird die Freiwilligkeit betont. Davon gehe ich feste aus. Das halte ich für selbstverständlich. Absatz 4 wiederholt Absatz 2. Und Absatz 5 trifft die konstruktive Begleitung. Jawohl. Da biete ich Ihnen an, das würde ich mir wünschen. Das war nicht jeder hier im Haus damals beteiligt. Aber als wir den Prozess überhaupt zu selbstständigen Schulen hier auf den Weg gebracht haben, war das meiner Erfahrung nach ein überaus positives Verfahren. Wir haben uns regelmäßig getroffen, überfraktionell, haben im Kulturpolitischen Ausschuss immer Berichte erhalten dazu. So etwas möchte ich gerne anregen. Und das wäre mir wichtig auch, dass, wenn hier auf Überparteilichkeit gesetzt wird, das auch ernst genommen wird und der ganze Ausschuss beteiligt wird, meine Damen und Herren. Ich will auch sagen, dass es noch eine ganze Reihe von Fragen gibt. Das eine ist, ich habe gesagt, da ist viel Arbeit mit verbunden. Ich habe mal in der mündlichen Frage den Minister gefragt, wie das mit dem 1%, es soll 1% Zuschlag geben, wenn man sich dafür entscheidet, ob, wenn eine Schule schon selbstständige Schule ist und damit ja abgegolten wird, was an Verwaltungsaufwand man übernimmt, möglicherweise am großen Schulbudget etc., ob es dann 106% gäbe. Das hat der Minister verneint. Das finde ich wirklich bedauerlich, weil ich glaube, eine Schule, die schon selbstständige Schule ist und jetzt noch sagt, wir wollen uns pädagogisch weiterentwickeln, ob das bedeutet, auf Noten zu verzichten oder andere innovative Prozesse anzustoßen, da muss man auch, glaube ich, genauer hinschauen, wie man auch diese steigenden Belastungen, diese weiteren Herausforderungen auch entsprechend die Schulen entlasten kann, meine Damen und Herren, weil eine Mehrbelastung darf es am Ende nicht werden. Und ich will noch sagen, dass hier viele Fragen offen sind. Deswegen hoffe ich, dass wir das noch im Ausschuss auch beraten können, weil die Frage einfach mich beschäftigt. Wie viele Schulen haben möglicherweise schon Interesse signalisiert? Gibt es schon Bewerbungen? Überhaupt ist schon absehbar, um welche Konzepte es am Ende geht? Geht es wirklich um Noten oder geht es um ganz andere Fragen? Und wie eben der weitere Prozess sein wird? Deswegen denke ich, wird das eine wirklich mal spannende Sitzungen auch werden, ein spannender Tagesordnungspunkt im Kulturpolitischen Ausschuss. Und wir werden das, wie gesagt, konstruktiv begleiten. Ich muss aber zum Schluss auch sagen, es ist, ja, immerhin begrüßen wir, dass es ein, wenn auch zaghafter Versuch ist, mal ein paar modernere Strukturen in Hessen zu etablieren. Aber geht der Schritt in die richtige Richtung. In diesem Sinne nochmals freue ich mich auf die Beratung und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abg. Ding. Als nächstes hat sich die Abg. Kula von der Fraktion Die Linken zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste! Der selbstständigen Schule in Hessen soll jetzt die pädagogisch selbstständige Schule zur Seite gestellt werden. Um die pädagogische Selbstständigkeit beurteilen zu können, muss man sich noch einmal genauer das Konstrukt einer selbstständigen Schule anschauen. Auf den ersten Blick kann man schlecht etwas gegen selbstständigere Schulen haben. Nach dem Programm der Hessischen Landesregierung können diese Schulen abweichend von den bestehenden Rechtsvorschriften bei der Stellenbewirtschaftung, Personalverwaltung, Sachmittelverwaltung sowie in der Unterrichtsorganisation und inhaltlichen Ausgestaltung des Unterrichts selbstständige Entscheidungen treffen. Abweichungen bei der Unterrichtsorganisation und Gestaltung sind insbesondere bei der Bildung von Lerngruppen, der Ausgestaltung der Leistungsnachweise sowie bei den Lehrplänen und Stundentafeln zulässig, sofern die Standards der Bildungsgänge eingehalten werden. Selbstständige berufliche Schulen können darüber hinaus noch die Schulverfassung ändern und die Entscheidungs- und Anhörungsrechte in der Schulkonferenz sowie einzelne Entscheidungsrechte der Gesamtkonferenz auf einen Schulvorstand übertragen. Im Programm sind aktuell 91 allgemeinbildende Schulen und 48 berufliche Schulen. Technisch funktioniert die Selbstständigkeit von Schulen über eine Bewirtschaftung eines eigenen großen Schulbudgets. In der Realität hat sich das Programm aber leider als eher ein trojanisches Pferd für die Ökonomisierung der Schulen herausgestellt. Wirkliche Freiheiten haben diese Schulen nämlich in der Regel nicht. Die Entscheidungsspielräume in Zeiten einer eher Mangelverwaltung an hessischen Schulen sind schließlich denkbar gering.
Und da gibt man die Verantwortung für die damit einhergehenden Probleme gerne an die Schulen weiter. Das kann ich nachvollziehen. Und man muss ganz klar sagen, an mancher Stelle ist die Entscheidung für eine Selbstständigkeit nicht im Sinne der Schülerinnen und Schüler oder der Lehrkräfte. Hierzu ein Beispiel von einem ehemaligen Lehrer aus Frankfurt. Ich zitiere: An einer solchen Modellschule ist die Zahl der angestellten Lehrkräfte mittlerweile auf 40% aller Lehrkräfte gestiegen, viele davon nur befristet und auf Teilzeit eingestellt. Freiheiten bei der Einstellung von Personal werden so auf Kosten von Kolleginnen und Kollegen teuer erkauft. Das Klima an den Schulen verschlechtert sich, die Kollegien werden gespalten. Außerdem kann durch das Modell die Segregation innerhalb der Schule erhöht werden. Das dürfte die CDU freuen. Auch hierzu ein Beispiel. Weitere Handlungsspielräume sollen darin bestehen, dass bei der Klassenbildung nach oben abgewichen werden kann, z.B. um Spielräume für Zusatzkurse für besonders starke oder schwache Schüler einzurichten. So plant der Schulleiter eines Gymnasiums, der sich als selbstständige Schule bewirbt, statt 8 fünften Klassen, für die Lehrerzuweisung bekommen, nur 7 Klassen zu bilden. Zitat: Da habe ich 30 Stunden frei, mit denen kann ich Zusatzkurse einrichten, kann für besonders starke oder schwache Schüler. Das sollte eigentlich jeden alarmieren, sehr geehrte Damen und Herren, der sich für gemeinsames Lernen und die Überwindung eines gegliederten Schulsystems einsetzt. Das Ganze bringt auch einen erheblichen Mehraufwand für die Kolleginnen und Kollegen mit sich. Deswegen kritisieren auch viele Lehrerverbände die pädagogische Selbstständigkeit. Nicht nur die GEW, sondern beispielsweise auch der Deutsche Lehrerverband Hessen kommentiert, dass mit der Umwandlung in eine pädagogisch selbstständige Schule ein deutlicher Mehraufwand für die Lehrkräfte einhergehe. Aber was bedeutet nun eigentlich pädagogisch selbstständig? Die ganzen 30 Schulen im Jahr, die daran teilnehmen dürfen, können bei der Unterrichtsgestaltung und Bewertung der Schülerinnen und Schüler pädagogisch andere Wege gehen als andere Schulen. Bereits im letzten Jahr flammte die Debatte um die Möglichkeit der Abschaffung von Ziffernoten in der Öffentlichkeit kurz auf, weil Rechtsaußen Angst vor jeglicher pädagogischen Erneuerung hat. Das haben wir ja gerade auch schon mitbekommen. Aber keine Angst, die Benotung anhand einer Skala von 1 bis 6 bleibt weiterhin bestehen, auch an pädagogisch selbstständigen Schulen. Schließlich heißt es nun vonseiten der Landesregierung, es muss der Schule möglich sein, die Bewertung von Schülerinnen und Schülern jederzeit in eine Ziffer zu überführen. Sehr geehrte Damen und Herren, wer bei einer leichten Brise von rechts so umkippt, ist wohl nur ein Fähnchen im Winde. Viel übrig bleibt also nicht von den kleinen Freiheiten, die die GRÜNEN vermeintlich gegen die CDU im Schulbereich durchsetzen wollten. Schulen horten lieber die ihnen als selbstständige Schule zugewiesenen Mittel. Gerade einmal 30 Schulen dürfen im Jahr pädagogische Freiheiten ausprobieren. Und obendrauf werden in diesem Rahmen auch noch gleich die Schulbezirksgrenzen aufgelöst, damit ihre Eltern ihre Kinder auch bloß nicht auf eine solche Experimentschule schicken müssen. Auch das wird den Segregationsdruck auf unser Schulsystem erhöhen, vor allem im Grundschulbereich. Zusammenfassend lässt sich also sagen, das Programm der selbstständigen Schule ist schwarz-grüne Politik in Reinform. Die GRÜNEN wollen vermeintlich pädagogische Akzente setzen nach dem Motto bloß keine Schulformdebatte, wir schaffen jedem Töpfchen sein Deckelchen. Die CDU will keine hessenweiten Reformen und freut sich über eine Stärkung der Segregation im Schulwesen und betriebswirtschaftliche Methoden an hessischen Schulen. Was es stattdessen bräuchte, wäre der politische Mut einer Landesregierung, mit dem vermeintlichen Schulfrieden zu brechen, Schulstrukturen und pädagogische Konzepte zu reformieren, sodass flächendeckend in Hessen gleichwertige Bildungschancen für alle Kinder ermöglicht werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Kuhler. Als nächstes hat sich der Abg. Bromny von den Freien Demokraten zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Schülerinnen und Schüler sollen in unseren Schulen zu selbstständigen Menschen erzogen werden. Und wir Freien Demokraten gehen aber noch einen Schritt weiter. Wir fordern, die Selbstständigkeit von Institutionen zu stärken. Denn nur so nimmt man den Begriff der Selbstständigkeit auch ernst. Deshalb haben wir in der Vergangenheit mit einer liberalen Kultusministerin das Konzept der selbstständigen Schulen eingeführt. Selbstständige Schulen bewirtschaften eigenständig das große Schulbudget und erhalten ausgeweitete Befugnisse bei der Personalgewinnung und bei der Personalentwicklung. Selbstständige Schulen haben aber auch Freiheiten
bei der Unterrichtsorganisation und der Gestaltung. Flexibel sind die Schulen hier vor allem bei der Bildung von Lerngruppen, bei Formen der äußeren Differenzierung und der Ausgestaltung der Leistungsnachweise. Und Kollege Degen hat es angesprochen, all das findet sich bereits im Hessischen Schulgesetz. Hier wird ganz klar, dass ein Unterschied zwischen den von der Landesregierung geplanten pädagogisch selbstständigen Schulen zu den bereits eingeführten selbstständigen Schulen nur sehr schwer erkennbar ist. Eine eigenständige Verwaltung des großen Schulbudgets und die Auswahl und Entwicklung der Lehrerinnen und Lehrer ergibt doch nur Sinn, wenn man den Schulen auch eine pädagogische Freiheit zuerkennt. Diese Möglichkeit gibt es, und zwar seit Einführung der selbstständigen Schulen. Und ähnlich sehen das auch die hessischen Lehrerinnen und Lehrer. So fragte etwa der Hauptpersonalrat des Deutschen Lehrerverbandes Hessen den Kultusminister nach der Veröffentlichung des Erlasses im September 2019 erst einmal, wozu dieser Erlass überhaupt nötig sei. Die pädagogisch selbstständigen Schulen führen also zu einem weiteren bürokratischen Flickenteppich. Die Wolle dafür ist die Ideologie der Grünen, und die CDU legt ihn bereitwillig aus, meine Damen und Herren. Im Ergebnis ist die Essenz des Entschließungsantrags die Abschaffung der Noten. Anders ausgedrückt benutzt die Landesregierung das von uns eingeführte Konzept der selbstständigen Schulen für die grüne Ideologie. Woher dieser bildungspolitische Paukenschlag einer Abschaffung der Ziffernoten kommt, ist auch ganz klar nachzuverfolgen. Er findet sich im Wahlprogramm der Grünen. So schrieb die FNP kurz nach der Veröffentlichung des Koalitionsvertrags, ich zitiere, die größer gewordene Bedeutung des kleineren Koalitionspartners zeigt sich auch in der Schulpolitik. Das hat in der Diskussion im vergangenen Jahr insbesondere die Junge Union auch erkannt, und die ist Sturm gelaufen gegen ihre eigene Partei. Und so stellte der JU-Vorsitzende Sebastian Sommer klar, bildungspolitische Experimente auf dem Rücken der Schülerschaft seien mit ihnen nicht zu machen. Kollege Rudolph, ein Jahr später wird ja deutlich, bildungspolitische Experimente auf dem Rücken der Schülerschaft sind mit der CDU wohl zu machen. Auch der Ministerpräsident Volker Bouffier sprach sich laut FAZ im Wahlkampf 2030 noch vehement gegen die Abschaffung der Ziffernoten aus. Das ist nicht nur inhuman, sagte er, das ist auch falsch, und wir werden alles tun, um unsere Kinder vor dieser Irrfahrt zu bewahren. Meine Damen und Herren, die spannende Frage ist und bleibt, wie beliebt das Angebot einer Umwandlung in eine pädagogisch selbstständige Schule überhaupt sein wird. Der Plan, innerhalb der Legislaturperiode 150 pädagogisch selbstständige Schulen einzurichten, nämlich 30 pro Jahr, ist schon gar nicht mehr einzuhalten. Das ist die Einführung der Schulen. Kein Erfolgskonzept werden würde, hat man auch innerhalb der CDU schon vor einem Jahr laut Wiesbadener Kurier gemunkelt. Hier war zu lesen, die werden nicht in Massen an der Tür kratzen. Diese Einschätzung bestätigt auch eine Umfrage des Fokus. Hier sprechen sich fast zwei Drittel der Bevölkerung gegen eine Abschaffung der Noten aus. Ob die notwendige Zustimmung des Schulelternbeirats für eine Abschaffung der Ziffernoten an den jeweiligen Schulen zustande kommt, ist demnach äußerst fraglich. Zum Abschluss lohnt ein Blick in die Geschichte der Notengebung. Abschlusszeugnisse etablierten sich zu folgendem Zweck. Sie sollten sicherstellen, dass der Zugang zu Universitäten nicht mehr auf der Herkunft beruhte, sondern auf der Leistung des Einzelnen. Und genau das, meine Damen und Herren, wollen wir auch weiterhin sicherstellen. Wir setzen uns für den Leistungsgedanken ein, der die Kinder befähigt und fördert. Die Abschaffung der Noten dagegen führt zu einer Abkehr vom Leistungsprinzip zugunsten grüner Ideologie.
Und das Problem dabei ist, nicht überall, wo Freiheit und Selbstständigkeit draufsteht, ist auch Freiheit und Selbstständigkeit drin. Wissen Sie, Herr Kollege Wagner, die pädagogisch selbstständigen Schulen dürfen halt einfach nicht dazu führen, dass die Bildungspolitik einem Blick in einen Altglascontainer gleicht und nämlich ein großer grüner Scherbenhaufen werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Bromny. – Als Nächster hat sich der Abg. Schwarz von der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Die Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages ist und bleibt verbindliches und einheitliches Ziel an allen hessischen Schulen. Damit wir ein bisschen Sachlichkeit hier wieder reinbekommen nach den Vorträgen, die wir eben gerade so gehört haben, ich will das mal unterstreichen. Auf unsere vielfältige Schullandschaft, auf unser durchlässiges und gegliedertes Schulsystem, auf das breite Bildungsangebot, das wir in Hessen vorhalten, sind wir stolz. Und das wird so sein, und das ist in Zukunft auch so. Seit dem 01.02.2012, damit es auch mal klar ist, gibt es die Möglichkeit der selbstständigen Schulen in Hessen. Das ist ein langer Prozess gewesen. Wir haben ausführlich darüber diskutiert, seinerzeit, auch für die Geschichtsbücher, damit kein Durcheinander entsteht, 24 Piloten sind da entstanden. Das waren selbstständige allgemeine Schulen, allgemeinbildende Schulen, berufliche Schulen. Und dann haben wir den beruflichen Schulen noch die Möglichkeit gegeben, rechtlich selbstständige berufliche Schulen zu werden. Da gibt es 4 Stück in Hessen von. Jetzt ab dem neuen Schuljahr 2020/2021 ermöglichen wir bis zu 30 Schulen in Hessen, pädagogisch selbstständig zu werden. Im Übrigen, damit auch das klar ist, das Prinzip, das hier hinterlegt wird, ist das Prinzip der Freiwilligkeit. Daniel May, der wertgeschätzte Kollege, hat das ja sehr deutlich unterstrichen. Und damit auch das mal sachlich besprochen wird, wie funktioniert denn das eigentlich mit der Antragstellung? Zur Umwandlung. Die Grundlage zur Umwandlung ist nämlich eine Konzeption der Gesamtkonferenz. Nach § 127 des Hessischen Schulgesetzes, der nichts Neues, der beschreibt nämlich die pädagogische bzw. die rechtliche Selbstständigkeit und die Selbstständigkeit von Schulen im Allgemeinen und im Besonderen. So, und dann entscheidet die Schulkonferenz darüber, nach § 129 des Hessischen Schulgesetzes, ob Sie denn diesen Weg beschreiten möchten. Das ist übrigens die Schulgemeinde, für diejenigen, die es nicht genau wissen. Und wenn die das dann beschlossen hat, dass man sich auf den Weg begeben möchte, wird dann noch der Schulelternbeirat zu Rate gezogen und der Schülerrat. Das bedeutet, die komplette Schulgemeinde wird mitgenommen, um dann die Umwandlung auf den Weg zu bringen. Und dann geht das ganz normale Verwaltungsverfahren los. Der Schulleiter stellt seinen Antrag, ich sage es noch einmal, Nachbenehmen mit dem Schulträger, mit der Gesamtkonferenz, mit der Schulkonferenz, mit den Eltern und den Schülern. Und dann entscheidet das Kultusministerium auf der Grundlage einer Empfehlung des Staatlichen Schulamtes. Deswegen ist es ein sehr sortiertes Verfahren. Das Staatliche Schulamt muss 2 Fragen beantworten, 2 zentrale Fragen. Zum einen, wie schafft es die Schule auf die auf pädagogisch neuen Wegen die Bildungsstandards nach § 4 des Hessischen Schulgesetzes einzuhalten, also die Bildungsstandards einzuhalten. Und zweitens, ist das Vorhaben vereinbar mit den § 2 und 3, nämlich die Gleichwertigkeit des Schulangebots? Da spielen solche Dinge wie Unterrichtsangebot, Betreuung und Erziehung eine entscheidende Rolle. Darüber hinaus
Wie bei allen rechtlichen selbstständigen Schulen, bei allen selbstständigen Schulen ist auch das Prinzip der internen und externen Evaluation verpflichtend. Auch das ist in § 127 hinterlegt. Und dann gibt es die Spielräume, unter anderem diesen diskutierten Aspekt der Ziffernoten temporär mal eine Pause zu gönnen, aber immer die Bewertung im Blick zu haben. Und, meine Damen und Herren, es ist mir wichtig zu beschreiben, die selbstständigen Schulen, die sich pädagogisch diesen Schwerpunkt setzen, die müssen alle miteinander immer zu jedem Zeitpunkt und überall die schriftliche Begründung in eine Ziffernote übersetzen können. Deswegen wollen wir, Herr Scholz, der Wahrheit die Ehre, diesen Unsinn, den Sie immer wieder von diesem Pult in die Welt hinausrufen, einfach einmal korrigieren. Jeder Kollege, jede Kollegin muss in der Lage sein, aus dem schriftlichen Bewertungshorizont eine Ziffernote zu übersetzen. Das ist wichtig, denn beispielsweise, wenn die Eltern mit der Familie umziehen, muss das Kind in einer anderen Schule natürlich auch entsprechend einsortiert und bewertet werden. Und deswegen wollen wir das Ganze mal wirklich in den sachlichen Kontext wieder hineinführen. Das ist ja wirklich teilweise unerträglich, was hier für ein Quatsch. Wirklich, ich sage es, ist unparlamentarisch, ich korrigiere, Quatsch habe ich nie gesagt, also geschenkt. Also, wir statten die Schulen aus mit 105%, wie alle anderen selbstständigen Schulen, die es schon so gibt, selbstverständlich auch. Wir haben die Ausnahmen, das sind die gymnasialen Oberstufen, das sind die beruflichen Schulen. Und wenn es an den H&R-Bildungsgängen in Richtung Abschlusszeugnis geht, muss natürlich in der Stufe 9 und in der 10 entsprechend auch eine Ziffernote bei den Abschlüssen gegeben werden. Deswegen zurück zum Anfang. Der Bildungs- und Erziehungsauftrag ist verbindliches und übergreifendes Ziel, verpflichtend. Die Lehrkräfte, die sich mit freiwillig dazu entscheiden, diesen Weg mit der Schulgemeinde, mit den Schülerinnen und Schülern zu gehen, sind jederzeit dann in der Lage, auch die Leistung, den Leistungsstand der Schülerinnen und der Schüler in eine Ziffernote zu übersetzen. Deswegen weder die Bewertung noch die Note wird in Hessen abgeschafft. So etwas gibt es nicht. Es ist ein weiterer Baustein für ein breites Bildungsangebot unter dem Aspekt der Freiwilligkeit. Und von daher rate ich sehr ernsthaft, sich mit einer solchen Sache mal auch intellektuell auseinanderzusetzen und nicht nur Schlagzeilen zu produzieren. Herr Kollege, ich sage es jetzt auch mal so, das muss doch nicht sein. Lassen Sie uns doch mal auf sachlicher, vernünftiger Art und Weise auf dieser Ebene so eine Sache mal besprechen und die Freiwilligkeit wird zeigen, wie attraktiv das Angebot ist. Und dann sehen wir weiter. Ich freue mich auf die Beratung im Ausschuss. Ich wünsche noch einen fröhlichen Tag. Alles Gute. Vielen Dank. Für die Landesregierung hat der Kultusminister Prof. Dr. Lörz das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Begriff der pädagogischen Freiheit begleitet unsere Lehrkräfte vom Beginn ihrer beruflichen Laufbahn an. Und das steht auch schon seit jeher im Hessischen Schulgesetz. Wenn Sie sich den § 86 Absatz 2 anschauen, dann finden Sie darin, dass die Lehrerinnen und Lehrer in eigener Verantwortung im Rahmen der Grundsätze und Ziele der § 1 bis 3 des Schulgesetzes erziehen, unterrichten, beraten und betreuen. Das heißt, das gilt auch für den Unterricht. Die Lehrkräfte nehmen ihn in eigener Verantwortung wahr, aber natürlich im Rahmen der Grundsätze zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags. Und der wiederum besteht im Kern darin, Schülerinnen und Schülern auf der Grundlage ihrer individuellen Voraussetzungen den bestmöglichen Schulabschluss und damit eine erfolgreiche Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen. Die Qualitätsentwicklung an den Schulen ist Voraussetzung für die Erfüllung dieser Aufgabe und die Aufgabe aller, die an den und für die Schulen Verantwortung tragen. Und eine möglichst hohe Unterrichtsqualität dient natürlich auch der Verwirklichung des Rechts der Schülerinnen und Schüler auf schulische Bildung, wie es Artikel 28 der UN-Kinderrechtskonvention postuliert, und ebenfalls der Verwirklichung des Bildungs- und Erziehungsauftrags. Und das, meine Damen und Herren, ist der Hintergrund, vor dem wir in Hessen schon seit langer Zeit
über weitgehende Möglichkeiten für alle Schulen verfügen, eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen. Das ist ja auch hier schon angesprochen worden. Im Schulgesetz finden sich schon heute die § 127 fortfolgend über die selbstständige Schule. Und diese selbstständigen Schulen erhalten im Sinne ihrer spezifischen Zielsetzung erweiterte Handlungsspielräume. Diese Schulgesetzänderung datiert aus dem Sommer 2011. Und 2012 wurde das dann entsprechend präzisiert, auch in Verbindung mit dem großen Schulbudget. Und dann gab es die Möglichkeiten, auch etwa im Bereich der Personalverwaltung und Stellenbewirtschaftung zu arbeiten. Auch das ist hier bereits angesprochen worden. Was ist also jetzt das Neue? Das Neue besteht ganz einfach darin, dass in den Anfangszeiten der selbstständigen allgemeinbildenden Schule die zu vielen Dank, lieber Armin, dass in den Anfangszeiten der selbstständigen allgemeinbildenden Schule die zusätzlichen Freiheiten im Budgetbereich eine besondere Rolle gespielt haben. Und der Konstruktion der pädagogisch selbstständigen Schulen liegt jetzt eine andere Idee oder eine andere Akzentuierung zugrunde, nämlich einfach die, dass sich einige Schulen, davon gehen wir aus, pädagogischen Innovationen verschreiben möchten, ohne zugleich von den Gestaltungsmöglichkeiten des großen Schulbudgets Gebrauch machen zu wollen. Weil ja auch schon angesprochen worden ist, das ist ja auch entsprechend Arbeit, dann kann man einen anderen Akzent setzen, einen anderen Schwerpunkt vornehmen. Aber die Grundidee, die zentrale Leitidee, meine Damen und Herren, die ist dieselbe. Wir haben schon seit Jahren die Ermöglichung von mehr Selbstständigkeit für Schulen zu unserer Leitidee erklärt. Und deswegen ist es einfach nur ein logischer Schritt, dass wir jetzt auch dem Wunsch dieser Schulen entsprechen wollen, die Handlungsmöglichkeiten einer selbstständigen Schule ohne Einbezug des Personal- und Budgetbereichs nutzen zu können. Deswegen der entsprechende Erlass vom Oktober 2019, der das aber auch schon statuieren musste, deswegen war er auch notwendig. Und auf seiner Grundlage können sich jetzt Schulen ganz auf die Weiterentwicklung der pädagogischen Schwerpunkte ihrer Schulentwicklung konzentrieren. Ich will auch noch einmal betonen, dass ein wesentlicher Aspekt dieser Ermächtigung ist, dass die Schulen das auf freiwilliger Basis tun. Das heißt, dieses Angebot richtet sich an Schulen, die auch konzeptionelle Vorstellungen davon haben, wie sie diese erweiterten Handlungsspielräume für Qualitäts- und Unterrichtsentwicklung nutzen wollen. Und ich will noch einmal darauf hinweisen, was auch im Schulgesetz normiert ist, was die möglichen Abweichungen in der Unterrichtsorganisation und Gestaltung sind. Das ist beispielsweise fächerübergreifender Unterricht. Da fallen so Dinge darunter wie ein Lernbereich Naturwissenschaften. Das ist ja möglicherweise eine pädagogisch durchaus sinnvolle Einrichtung. Ich bin auch selber mal gespannt, wenn wir davon irgendwann mal eine Bewertung bekommen, ob es mehr bringt, das gerade in der Anfangszeit die Fächer separat zu unterrichten oder zusammenzufassen. Oder ich nenne zum Beispiel jahrgangsübergreifende Lerngruppen. Ich nenne gerade in Zeiten, in denen wir sehr, sehr viel über Wertevermittlung und Demokratiebildung diskutieren, Konzepte zur stärkeren Beteiligung von Schülerinnen und Schülern am Unterricht. Das finde ich alles hochinteressant. Und deswegen, meine Herren, ist es völlig verfehlt, den Gedanken der selbstständigen Schule auf die Frage der Notengebung in Ziffernform zu reduzieren. Auch wenn mir natürlich klar ist, dass sich damit am besten Stimmung machen lässt. Und dass man dieser Versuchung natürlich nicht widerstehen kann. Es ist schade, dass auch die FDP dieser Versuchung nicht widerstehen konnte, obwohl sie doch für die Einführung dieser Vorschrift ins Schulgesetz verantwortlich ist und sogar noch stolz darauf ist. Also, lassen Sie eine Zwischenfrage zu von Herrn Lamprou? Na, ich habe nur noch 2,5 Minuten. Tut mir leid. Dann muss es doch mit den anderen parlamentarischen Mitteln gehen, Kurzintervention oder dergleichen. Aber der Spagat war einfach sehenswert, Herr Kollege Promny. Deswegen musste ich darauf noch einmal eingehen. Meine Damen und Herren, ich will versuchen, mit Blick auf die Uhr den Rest kurz zusammenzufassen. Mir ist noch einmal wichtig, dass die Qualitätsentwicklung von Schule Aufgabe aller an Schule Beteiligten ist. Das heißt, es müssen alle schulischen Gremien einbezogen werden, und es ist sichergestellt, dass eine Schule, von welchen Möglichkeiten auch immer sie Gebrauch machen wird, das nur tun wird, wenn wirklich auch alle Beteiligten in Schule der Ansicht sind, dass das gut und richtig ist. Und dann schauen wir uns das einmal an. Ich will Ihnen noch ein Beispiel geben zum Abschluss, damit wir, wie gesagt, von dieser unsäglichen Diskussion über die Notenabschaffung wegkommen. Wir haben einen Schulversuch im Lande Hessen. Dieser Schulversuch nennt sich jahrgangsgemischte Grundschule.
Da ging es darum, dass Grundschulen, die schon den flexiblen Schulanfang praktizieren, also über die Jahrgangsstufen 1 und 2 hinweg unterrichten, möglicherweise auch über die Jahrgangsstufen 3 und 4 hinweg unterrichten können, also dass sie die Gruppen über die Jahrgänge hinweg noch mehr mischen können als beim flexiblen Schulanfang. Das war ein spannendes Projekt. 23 Schulen haben sich dafür gemeldet, 12 haben es am Ende durchgezogen. Das alleine zeigt schon, das ist mit Sicherheit nichts, was ein Rezept für alle Grundschulen in diesem Land ist. Aber an den Schulen, die es gemacht haben, hat es sich offensichtlich bewährt. Die finden das gut, die wollten diesen Schulversuch fortsetzen. Das brauchen sie jetzt aber nicht mehr, denn dieser Schulversuch ist ein Beleg dafür. Da haben sich Schulen ganz im Sinne der pädagogisch selbstständigen Schulen auf den Weg gemacht, um Handlungsspielräume für eine pädagogische Weiterentwicklung des Unterrichts zu nutzen, schulspezifisch auf diesen Standort bezogen, wie gesagt, ohne Anspruch, dass das für das ganze Land gelten soll. Aber an diesem Punkt macht es Sinn. Und für solche Schulen ist unser neuer Erlass da. Für solche Schulen ist auch die pädagogische Selbstständigkeit gedacht. Und ich bin mir sicher, meine Damen und Herren, dass viele weitere Schulen auch bereits konzeptionelle Vorstellungen davon entwickelt haben, wie sie diese Handlungsspielräume nutzen wollen. Das geschieht in enger Zusammenarbeit mit den staatlichen Schulämtern. Da kann man schulspezifische Entwicklungsvorhaben gemeinsam planen. Und ich würde jetzt einfach sagen, lassen Sie uns doch mit meinem Lieblingsphilosophen Immanuel Kant an den Satz anknüpfen, dass alle Erkenntnis letztlich auf der Erfahrung beruht. Lassen Sie uns einfach gespannt sein auf die Ideen, mit denen Schulen sich hier im Rahmen dieser neuen Möglichkeiten auf den Weg machen wollen, um sich weiterzuentwickeln, ohne die Anforderungen der Bildungsabschlüsse aus dem Blick zu verlieren. Seien Sie doch einfach gemeinsam mit mir neugierig, meine Damen und Herren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Dr. Lotz. Für eine zweite Runde hat sich der Abg. Bromny von den Freien Demokraten zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Lieber Herr Kultusminister, ich war ja schon erstaunt über Ihren emotionalen Ausbruch gerade eben. So kenne ich Sie gar nicht. Sonst eher so die trockene Vorlesung über Rechtswissenschaften. So war ja auch Ihr Einstieg. Dass Sie dann so emotional werden, hat mich schon überrascht. Ich will Ihnen sagen, ich habe ja schlicht und ergreifend bei meinem Spagat einfach nur Zitate wiedergegeben, einmal die Seite der Lehrer und zum anderen sogar der Ministerpräsidenten. Ich habe hier gar nicht groß sozusagen abgestellt auf die Freien Demokraten. Der Spagat, das hier stattfindet, ist ja das Spagat zwischen Grün und CDU und nicht zwischen uns. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Jetzt liegen mir keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir mit dem Tagesordnungspunkt 35 am Ende und können die Drucksache 20/2118 in den KPA überweisen.